Der FC Homburg hat den Aufstieg in die Fußball-Regionalliga vorzeitig perfekt gemacht. Bei noch zwei ausstehenden Spielen ist der FCH nicht mehr von der Spitzenposition der Oberliga zu verdrängen. Ausschlaggebend war der 2:1-Sieg gestern Abend im Saar-Derby gegen Elversberg 2. Vorfreude auf den Abpfiff. Und dann die Eisdusche gegen die Anspannung einer ganzen Saison. Trainer Christian Tietz, sein FC Homburg und die Fans am Ziel aller Träume. Aufstieg in die Regionalliga. Sehr großer Stolz und sehr große Dankbarkeit an meine Mannschaft, an die Leute im Verein, die alle seit Monaten hieran mitgearbeitet haben, daran geglaubt haben und vor allen Dingen ruhig geblieben sind und uns machen lassen haben. Homburgs Fans, sie waren schon vor dem Spiel optimistisch, dass es heute was werden würde mit der Meisterschaft. Aber die Mannschaft wirkte arg nervös. 14. Minute, Ugur Dündar und die völlig unnötige Ecke für den SV Elversberg 2, die den Klassenerhalt auch noch nicht sicher hat. Sebastian Holzer und Fabio Di Dio Palapocco, ausgerechnet der Ex-Homburger, sorgt für den Rückstand des Tabellenführers. Nur 5 Minuten später Freistoß Hairul Amuni, der Ausgleich durch Chris Kaselambona. Und wieder war ein Ex-Homburger dran beteiligt. Ruven Webers unfreiwillige Vorlage für Kaselambona. Aber beim Torjubel gibt ein Wellenbrecher nach. Ein Fan wird verletzt, erste Diagnose Rippenbruch. Es geht glimpflich aus. Nach etwas über einer Stunde schwächt Elversberg sich selbst, Julian Weiersbach. Sieht rot. Und Homburg nutzt die Überlegenheit aus. Der Kapitän Josué Lioté legt auf, Yunus Balaban drückt ein. Der Treffer, der Homburg zurück in die Regionalliga bringt. Zumal Konkurrent Pirmasens gegen Virges mit 0:1 verliert. 2 Spieltage vor Ende der Saison ist Homburg Meister. Dennoch, Bescheidenheit ist angesagt. Wir wissen nach wie vor, das mag jetzt wirklich blöd klingen, das ist erst unser erster Schritt, den wir uns vorgenommen haben. Wir sind dabei, eine junge Mannschaft aufzubauen, die sich entwickelt. Die Jungs haben das einfach heute überragend gemacht. Geile Fans! Geile Fans! Und deshalb hat sich der FC Homburg das Feiern auch verdient. Glückwunsch zum Aufstieg.